Moin Moin und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zur weiteren Folge Ocean's Horn 2. Ja, wir befinden uns jetzt in dieser legendären Geisterstadt und suchen den Schlüssel, um reinzukommen. Das heißt, wir werden nochmal alle Häuser durchsuchen müssen, denn, was Sie sehen. Also hier in diesen Schornstein konnte ich ja reinkrabbeln. Vielleicht kann man ja auch in die anderen Schornsteine rein. Wir probieren es mal. Also zu denen da kann ich wahrscheinlich nicht rüberspringen. Aber zu denen konnte ich rüberspringen. Guck mal, da kommt durch den Schornstein rein. Fängt das ja an, ne? Weißt du, das könnte ja auch sein, dass das bei den anderen auch klappt. Wir probieren es mal hier hinten bei denen. Wenn die Türen verriegelt sind. Ja, vielleicht das Glück. Guck mal da. Gut, gehen wir mal rein. Hey. Hier ist nix. Hochgehen. Nein, ein von den Häusern wird es wahrscheinlich sein. So. Links, die Brücke, ne? Einfacher. Obwohl, das Haus hinten können wir auch mal gucken, ob wir da nochmal hochkommen. Oder kommt man durch die Tür rein, da waren wir schon drin, da war nichts. Hier ist auch ein Schornstein, kommt man da auch irgendwie hoch. Die Tür ist ja blockiert. Soll ich durch den Schnee hochkommen? Nee. Doof, doof. Da, vielleicht kommen wir da hinten bei diesem anderen Haus nochmal hier hoch. Macht sie eigentlich da? Schubst sie ihn rein? Oder gucken die was? Oh. Ach, ich habe den Helm gar nicht auf. Oder? Da. Den Helm mal auf, dann können wir auch hier ein bisschen runtertauchen. Guck mal, das ist doch. Das ist doch ein Loch. Da tauchen wir mal rein. Aus am Brunnen, Ursprung. Hier gar nichts. So. Auftauchen kann ich auch nicht. Oder kann ich nach oben kommen? Ach, hier oben geht's hoch. Hä? Da. Ach, guck. Na, guck mal. Wenn da mal nicht ein Schlüssel drin ist. Siehst du. Ist er das? Ja. Dann können wir wieder zurück. Warte. Und runter. Okay, dann haben wir Schlüssel, haben wir. Dann kommen wir wieder dahin. Da. Da müssen wir hin, ne? Perfekt. Zack, wieder raus. Und auch wieder gegen meinen Haken austauschen. Ich liebe diesen Haken. Das ist einfach cool. So. Wir dieses große Hindernis mal überwinden. Und? Yes, so, rein da. Haus des hohen Philosophen. Ursprung. Na, okay. Feuer anmachen, das machen wir mal. War schon gewählt? Wer aus dem Weg? Okay, da ist nichts passiert. Müssen wir noch einen anmachen, glaube ich. Und jetzt? Geht die Tür auf? Auch nicht. Okay, aber die beiden müssen an sein. So viel ist schon mal sicher. Das würde die Kamera nicht so dahin zoomen. Gucken wir mal hier, was ist? Was ist denn da? Das Feuer in der Nische hält den Gang im ersten Stock nicht mehr warm. Sorge dafür, dass die Nische vollständig abgedeckt ist. Die Lady. Okay. Ein bisschen Feuer müssen wir einsammeln jetzt hier. Nicht allein. Aha, guck mal da. Ja, auch nichts. War das schon mal eine Nische? Müssen wir mal gucken, ob auf der anderen Seite auch noch irgendwas ist. Hm. Da ist ein leichter Wink auch mit der Nische da, ne? Hier ist kein... Hier ist jetzt kein,
nichts, das man anzünden kann. Dann mal gucken, ob er irgendwo anders ist. Von oben vielleicht. Dann so ein paar, müssen wahrscheinlich so ein paar Fackeln geben. Da geht es wahrscheinlich raus. Da gehen wir jetzt mal nicht raus. Dann müssen wir wahrscheinlich die ganzen Lichter wieder anmachen, da das natürlich sehr nervig wäre. Auf. Ups, wo ist meine. Ja. Wollen wir hochgehen? Ja, warum stehst du auch daneben, du blöde Nuss? Ach, guck mal da. Jetzt. Sehr gut. So, runter und diesen Tour öffnen. Und zurück. Was auf heißt Trainer? Wenn dieser Mysteriöse an eine Waffe oder eine Rechnung wird, vielleicht eine mittlere Ladungserhöhung. Ja toll, aber das ist ja gar nicht das, was wir machen wollten. Gut, also das war jetzt wahrscheinlich nur ein Rätsel hier drin. Wir müssen trotzdem da oben irgendwie raus. Kann das sein? Anscheinend ja, okay. Gut. Naja, egal. So. Oh. A letter from the matter. Was steht denn da? Sag es. This is a letter from my grandfather to my grandmother. Huh? Dear Calliope, thank you for allowing me to take you to see the stars last night. I was so excited about the telescope. I hope I did not bore you. Science and progress get me so excited. My heart burns when I think about what we could achieve with all the knowledge of the ancestors. We could reach our own true potential. Instead of settling for this simple life here in the north. I know I am young, but I feel like I can see the future so much better than the philosophers. Philosophers are leaders in their stupid vows for conserving the world. They think I am dangerous, and we must be careful not to attract your husband's attention. The last thing we need is high philosopher to get a hint of us. I know you don't want to hear this, but I hate his whole dull existence. He is too old for you, and does not share your passion for, well, anything, but I do not want to write about him. I just want to be with you. Maybe we should escape to the south and have a family. It is something you've always dreamt about, is it not? Thank you again for spending last night with me. Do you remember that special star that I showed you with my telescope? I will take you there one day. You have my word. Ark. Ark. My grandmother always called him that. Okay. They escaped this place and came to the White City. I was born and raised in the lower town, and Archimedes was a public figure already back then. Calliope was always on his side. She was his muse, encouraging and driving him into new research and innovations. She was the kindest and warmest person I have ever known. Yes. And I want to tell you more about her, Trin, but it will have to wait a little longer. Okay. Well, I'm not going to climb through the window. Go ahead and see if you can. So, meine Route. Ja, so einfach ins Haus gehen, ne? Ja. Mal gucken, ob wir eine Route finden hier. Ich weiß nicht, wie er da wieder hinkommt, aber er wird gleich einfach da sein. Immer. Oh. Hm.
das wohl bedeuten? Nichts Gutes zumindest. Behaupte mal, dass es nichts Gutes ist. The third monolith. I have seen it somewhere. I have seen it in my grandpa's laboratory. A ship reaching to the stars, towards another world, leaving the land in flames behind. I can see the beacons and the emblems left behind, connected to a thing that stretches to all the lands below. The Grand Core. Oh, das Messen Bros. I'm sorry, Knights, but your adventure ends here. I can't let you interfere with my work any longer. Oh. Bei einem fast das gleiche Gesicht schon mal aufgefallen. Das sieht nicht gut aus für uns, oder? Gar nicht gut. Oh. Mehr uns helfen? Er stand gerade eben schon im Hintergrund. Er stand doch gerade eben schon im Hintergrund, er wusste doch genau, was passiert ist. Also so ein Scheiß. Er hat das doch gesehen. Noch eingreifen können. Oder haben sie die Programmierer ihn schon da platziert? Und man hätte ihn gar nicht sehen dürfen. Irgendwie schlecht gewesen. Oder? Ja, shit. Shitty shit, shit, shitty shit, shit. Na, machen wir ein Gefängnis auf? Na klar. Da kommen wir doch raus. Irgendeiner Art und Weise. Bin ein bisschen erkältet. Ich glaube, man hört es auch. Stört mich ein bisschen. Meine Nase. Stört, ne? Ja. Kann ich dafür. Nasenspray und alles, aber so ist das ab und zu. Da sitze ich. Der Einsame in der Zelle. Sie an der anderen Seite. Wie ein kleines Liebespaar. Kannst du mich hören? Schick. Guck mal, ein kleiner Knochen neben mir. Ah, komm ich doch raus. We failed in our mission. Mesmeroth, as the emblem of the... They took away our gear and trapped us in this old forsaken prison tower in the Outlands. Gut, dass du mir alles erklärt. She always loved flowers. My grandmother, Calliope. Looking at a barren and dead place like this makes me remember how much I love flowers. You never think about it when you're in a city, but what Gaia has to offer is something much more valuable than the machines that we surround ourselves with. Okay. Maschinen sind aber schon cool. Eine geile Antwort. Maschinen sind aber schon cool. Sag mal, das hier, du hast recht. Calliope's death changed my grandfather. Now all he concentrates on are his war machines. I'm a knight, but I hate war from the bottom of my heart. I hate everything about it. Imagine if we had met before all this. Would we be together? Na klar, Schnuggi. So. Hey, where are you taking me? Go of me! Trin! Ach, warte mal. Ach, warte mal. Ging das nicht so? Okay. So. Mit unserer Ausrüstung wieder. Irgendwo hier rein. Geht dich zur Spitze der Barkbuck-Zitelle. Geht's auch hoch? Können wir hochgehen? Nein. Ich eine Truhe. Wer ist mal wieder zur Truhe? Das ist ein Schild, das einst dem Ritter Arcani gehörte. Das Schild ist nicht nur für die Abwehr feindlicher Griffe, sondern auch für das Wegschieben von Hindernissen. Cool. Also wieder durchgehen? Ja? Aber jetzt. Da schon gar nicht mehr durchkrabbeln. Oder was? Mit Schild geht das nicht. Mit Schild kommst du nicht mehr da durch. Komm, hoch da.
Ich glaube, nicht so super gut gesichert, das ganze Gefängnis hier. Das war also nicht so gut bewacht, man sieht. Aber nichts zum Hauen, das heißt, wir brauchen auch ein Schwert. Hier irgendwie dann tauchen müsste. Gehen kann ich aber, sonst hätte ich ja kaum Ausdauer gehabt hier. Über Papillon. Ich fliehe durch die Kanalisation. Papillon ist der Film, wo die Malkatas flüchten. Ich weiß nicht, wie man den kennt. Das ist ein guter Film. Also der alte und nicht der neue. Es gibt eine Neuverfilmung, die ist echt scheiße. Aber ist mal meistens so. Die Neuverfilmungen sind meistens immer schlecht. Außer vielleicht. Huch, dass ich Schritte gehört. Mal zurück, ich muss mal ein bisschen mehr auf die Karte gucken, fällt mir auf. Da habe ich doch gerade irgendwie eine Truhe gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass da ein Schwert drin ist. Nee, schade. Okay. Wir müssen nachher mal die Energie spielen, müssen nachher mal irgendwie besser reinpacken und so. In unsere Waffen. Habe ich gar nicht gemacht die ganze Zeit, aber damit können wir natürlich ordentlich Schaden nochmal machen, wahrscheinlich. Oben läuft einer rum. Hier können wir raus. Bringt bloß nichts. Wer denn da? Da müssen wir raus, hier geht's nicht weiter. Ich hab. Eine Waffe? Eine Waffe hab ich auch nicht. Entkomme, hol dir deine Ausrüstung zurück. Ja, okay. Mal gucken, wo wir die finden. Gehen wir mal hier hoch. Nur das Schutzschild, okay. Hier haben sie rausgeholt, wie man sieht. Okay. Muss es unten ja noch einen anderen Weg geben. Finden wir auch gleich. Darüber komme ich jetzt ja nicht, ne? Oder? Doch, hier. Ah! Nein. Okay. Das ist aber keine Ausrüstung. Oh. Nicht, mich trifft. Gut, aber nicht. Hehe. Mit kleinen Röhrchen hoch. Und jetzt können wir da rüber jumpen. Hier ist ja nichts anderes mehr, ne? Nö. Okay. Das können wir. Springen können wir. Aber er springt einfach alleine, ne? Muss man nicht so viel springen. Viel weiter können wir hier nicht springen, oder? Vielleicht rüber? Und hier runter. Hier hoch. Er springt echt mit beiden Beinen zusammen. Ne? Das ist schon eine Leistung, muss man sagen. So, da oben sind Truhen, hier sind ganz viele Gegner. Wir können hier hochklettern. Ach, da kommen wir nur zurück, okay. Können wir da irgendwie vorbeikommen, ohne dass die. Schwert. Das ist
Trins Bummerdolch. Du kannst ihn als Schwert verwenden oder ihn auf ein Ziel werfen. Der Bummerdolch kommt immer zurück. Jetzt gib ihn Trin zurück. Kann ich ja nicht zurückgeben. Ihr Schwert, so. Trin finden, ne? Ach, guck mal da. Ah, okay, da muss man wahrscheinlich beide treffen. Guck mal, ob wir das von hier vorne können. Hä? Nicht so, wie ich denke. Vielleicht eher. Gleichzeitig treffen? Ah, jetzt, okay. In die Richtung zeigen beide. Sehr gut. Hat ein bisschen mehr Power, der Schlag hier, der Schwert. Großer Berg, ne? Okay, ich glaube, wir haben auch genug geschafft für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und beim nächsten Mal holen wir uns Trin zurück. Dankeschön.